In der alte Holzmichel noch, ja. Er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, ja. Dieter Lienen ist in Südfrankreich unterwegs. Der Trucker und Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen will heute noch Barcelona erreichen. Von dort legt seine Fähre gen Mallorca ab. Dieter ist seit 41 Jahren Lkw-Fahrer. Seine gute Gesundheit steht der des alten Holzmichels in nichts nach. Einer ganz bestimmten Knolle sei Dank. Kurkuma ist auch so eine Pflanze, eine wie Ingwer. Und man kann das auch in Pulverschneide machen. Man kann es aber auch, sage ich mal, verflüssigen und trinken. Es tut unserem Körper auch gut. Immunsystem wird stärker. Weil ich muss natürlich auch dazu sagen, wie bei allem, alleine der Glaube versetzt Berge. Ne? Dann kannst du alles gesundheitlich Gute machen, das und das, und dann wirst du vom Blitz beim Scheißen getroffen. Ja, das ist auch Pech, ja. Also verbringt Dieter seine Pause heute vorsichtshalber nicht auf dem stillen Örtchen, sondern lieber unter freiem Himmel auf einem Parkplatz bei Montpellier. Dieter ist hier längst nicht der einzige Besucher. Hunderte Zikaden haben sich in den Pinienbäumen versammelt und zirpen um die Wette. Die da jetzt so zirpen, das sind weibliche Zirpen und die wollen die Menschen anlocken. Ja, wie das so im Leben ist, ne? Die machen Schripp, 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 Schripp und dann kommen die Menschen und dann machen sie Schrapp, 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 Schrapp. Nächsten Leben will ich auch zirpen, Mädchen. Dieter bleibt vielleicht doch besser ein Mann. Denn eigentlich zirpen die Zikadenmännchen, um die Weibchen anzulocken.